Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im März. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Legalisierung von Cannabis. Und wir diskutieren über die Notwendigkeit des Petitionsrechts. Ist dieses denn noch zeitgemäß? Außerdem, im Kontroversgespräch behandeln wir die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Milchquote in Europa ab 1. April. Der Erwerb und Besitz von Cannabis ist laut § 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Deutschland verboten. Allein zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken dürfen geringe Mengen eingesetzt werden. Dadurch will man ein Abrutschen in den abhängigen Drogenkonsum verhindern. Doch jetzt will man sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene die Legalisierung von Cannabis erneut diskutieren. Also ich muss jetzt mal ganz einfach sagen, es ist ja wohl offensichtlich bewiesen, dass die Benutzung von Cannabis in bestimmten Formen der schweren Erkrankungen, auch bei Krebs, sehr, sehr schmerzlindernd sind. Und da bin ich der Meinung, also das unsägliche Leiden, das diese Menschen haben, dass man das einfach mildern kann. Und dazu ist es einfach auch da. Das ist bewiesen. Und darum bin ich uneingeschränkt dafür, das da freizugeben. Also erstmal gibt es den Spruch, keine Macht den Drogen. Und ich denke, dass das bisher der richtige Weg war der Bayerischen Staatsregierung, dass man sagt, man verhindert es, man legalisiert nichts. Es ist auch der Beginn, wo fängt man an, wo hört man auch. Ich habe einen Bericht gesehen von einem Cannabisabhängigen, der einfach fertig war am Schluss. Und deshalb denke ich, ist es richtig, dass man hier wirklich Grenzen setzt. Und der Antrag kommt immer wieder, das ist ein gewisser regelmäßiger Abstand. Aber trotzdem, unabhängig davon, ist es nicht richtig, dass man das legalisiert. Wir Freien Wähler lehnen die Freigabe von Cannabis klar ab. Warum? Weil wir hier eindeutig sehen, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, wo am Ende dann viele Leute bei Heroin landen. Das müssen wir mit allen Methoden verhindern. Klare Botschaft, wir wollen gesunde junge Leute, keine Leute, die am Hasch hängen, die an Joints hängen. Also weg mit diesem Zeug, keine Freigabe. Also ich halte überhaupt nichts von einer Legalisierung von Cannabis. Ich komme selbst aus dem Landkreis Tirschenreuth mit direkter Grenznähe zu Tschechien. Tschechien hat vor 5 Jahren Cannabis legalisiert, hat damit auch ein Stück Boden bereitet für das Thema Crystal Speed. Ich denke mal, das sollte man mal ausprobieren, ob das denn nicht möglich ist. Es gibt ja Gesellschaften und Länder, wo das möglich ist, dass man dieses Verbotsschild mal ein bisschen wegnimmt. Ich meine, dass man nicht Coffeeshops von Staats wegen einrichtet und so, das will ich ja gar nicht behaupten. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mit rund 2500 Petitionen richten sich Bayerns Bürger jährlich an die Staatsregierung. Petitionen sind Ausdruck direkter Mitbestimmung und Einmischung. Sie liefern oft auch Hinweise zu Missständen. Eine Anhörung sollte in diesem Monat klären, ob das bayerische Petitionswesen noch zeitgemäß ist oder ob die Bürger stärker eingebunden werden sollten. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, der Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen hier vorzubringen. Ich glaube, recht viel besser lässt sich das nicht organisieren. Ich halte das für sehr, sehr bürgerfreundlich. Aus meiner Sicht passt es. Ja, die Anhörung ist ja von uns eingebracht worden. Wir finden das ganz wichtig und ich glaube, dass wir wirklich unser Petitionsrecht modernisieren müssen, dass wir auch online Möglichkeiten schaffen müssen, dass die Leute hier sich an den Bayerischen Landtag wenden können. Wenn man dann sieht, dass sehr viele Menschen eine Petition unterzeichnen, das geht ja online wesentlich schneller, als wenn ich es in Papierform mache, dann könnte es durchaus sein, dass vielleicht mehr Petitionen Erfolg haben. Also wir haben wirklich ein perfektes Petitionsrecht. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit wie wenige Bundesländer, wenn überhaupt ein Bundesland mit uns vergleichbar ist. Das Petitionsrecht lässt ja heute schon sehr viel zu. Also wir gehen da sehr nah an den Bürger ran. Ich denke, das ist ein gutes Verfahren, ein schnelles Verfahren und ein bürgerorientiertes Verfahren. Ich würde in der Art so bleiben. Anhörungen haben wir ja zusätzlich für andere größere Themen. Aber ich finde, man muss da anpassen an die modernen Zeiten. Es gibt so viele Online-Petitionen, wo dann die Menschen das Gefühl haben, sie haben unterschrieben und damit bewegen sie was. Und eigentlich wäre der richtige Weg, sich an die Parlamente zu wenden, weil genau dort werden eben dann auch die Entscheidungen getroffen. Und dazu muss man das einfach auch ein wenig niederschwelliger aufhängen und anders gestalten, damit einfach die Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Wichtig ist am Ende des Tages, dass wirklich jeder Bürger in Bayern das Recht und die Möglichkeit hat, eine Petition an den Bayerischen Landtag zu schicken, wo sich dann die entsprechenden Gremien auch auseinandersetzen damit. Das ist einmal das oberste Ziel. Und diese Anhörung, okay, kann jetzt nicht schaden, dass man mal da jetzt verschiedene Fachbehörden oder Fachleute auch nochmal anhört. Aber ich glaube, dass da nichts Großartiges, Neues, Weltbewegendes rauskommen wird.
finde, es ist manchmal schon ganz nötig, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, ist die Form noch zeitgemäß, ist sie eine einfache Form, haben alle möglichen Bürgerinnen und Bürger den Zugang, und ich finde, das schadet nichts, da mal sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt ja auch im Bundestag schon diese Online-Petition. Ich glaube, in Schottland, die haben auch ein sehr modernes Petitionsrecht, wo es so Ombudsmänner gibt, an die sich die Bürgerinnen und Bürger wenden können. Und ich meine, wir sagen doch immer, wir in Bayern sind so fortschrittlich, warum nicht auch in diesem Bereich? Plenum TV kontrovers, ganz aktuell mit dem Thema der Milchpreisquote, der Milchquote. Der 1. April ist der Stichtag, da hört sie auf, die Milchquote in Europa. Ich begrüße zu diesem Thema Reinhold Strobel von der SPD. Grüß Gott. Herr Strobel, 1984 wurde sie eingeführt, um die Produktion innerhalb der EU zu regulieren. Doch die Idee funktionierte eigentlich von Anfang an nicht richtig. Ja gut, es hat sich ja die Wirtschaft geändert, der Markt ist weltweit geworden und jede Regelung muss auch irgendwann mal angepasst werden. Von daher ist es ganz klar, dass keine Regelung auf Dauer ist. Nun gibt es ja 35.000 Milchbauern in Bayern ungefähr. Jährlich werden es um die 4% weniger. Glauben Sie, dass jetzt, wenn diese Milchquote ab dem 1. April wegfällt, dass dann die Höfe noch stärker, also ein stärkeres Höfesterben geben wird? Das ist die große Gefahr dabei, dass das Höfesterben sich dann fortsetzt und immer mehr aufgeben. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Stellung der Milchbauern gestärkt wird, dass sich die gegenüber meinetwegen der Molkerei oder den Discountern besser durchsetzen können. Und die Milchbauern brauchen auch einen stabilen Preis. In dem Moment, wo ein Milchbauer aufhören muss, der wird nie mehr zurückkommen, der wird nie mehr mit seinem Betrieb neu anfangen. Also die Gefahr ist da, deswegen brauchen wir da auch neue Instrumente, um dem begegnen zu können. Welche Form von Instrumenten schlagen Sie da vor? Na gut, da gibt es zum Beispiel die Stellung der Milchbauern gegenüber das, was ich gerade gesagt habe, den Molkereien und so weiter zu verbessern. Wir müssen auch ein Marktbeobachtungsinstrument, wo genau geschaut wird, wie verhält sich der Markt, dass man unter Umständen mal sagen kann, okay, die Milchbauern müssen einmal Prozent zurückfahren, da ist 1%, das kann da sehr viel sein, um den Preis zu stabilisieren. Und wir müssen uns auch um neue Märkte kümmern. Das heißt nicht, dass wir Lebensmittel irgendwo in Entwicklungsländer hinschicken und denen ihre eigene Produktion damit gefährden, sondern dass wir hochwertige Produkte in andere Länder liefert. Da gibt es durchaus China und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten. Vor allem die asiatischen Räume, die haben sich ja jetzt mehr entwickelt und machen einen stärkeren Konsum. Aber es gibt ja auch Länder, die schon wesentlich länger einen fortschrittlichen Export, was Milcherzeugnisse angeht, bieten, wie zum Beispiel Amerika, Australien, Neuseeland. Können wir da eigentlich als Bayern, als Deutsche überhaupt noch in diesen Markt hinein? Ich glaube schon, sicherlich, egal wo, es gibt immer einen Markt, der schon irgendwie besetzt ist. Aber wenn man gute Qualität hat, ich denke da nur an den Käse und so weiter, dann, und das auch offensiv betreibt, dann hat man da auch Chancen, in diesen Markt hineinzukommen. Wenn jetzt die zum Beispiel die Amerikaner die Milchpreise bestimmen, hat es ja auch Rückwirkungen auf unsere Preise als solches. Glauben Sie, dass man dann eine weltweite Quote einsetzen müsste? Also da müssten sich die Fachleute mal unterhalten. Ich kann das jetzt schlecht beurteilen, aber wir brauchen auf jeden Fall europaweite Quote, um dafür zu sorgen, dass eben das Einkommen, der Preis für die Bauern stabil ist. Weil auf diesem Gebiet brauchen wir einen stabilen Preis, damit also die Milchbauern überhaupt in der Lage sind, auf Dauer zu produzieren und ihren Betrieb zu halten. Also einen stabilen Preis, den gab es ja eigentlich als solches nie direkt. Es gab immer Höhen und Tiefen.
Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidel, dementiert ja einen Preiseinbruch jetzt bei dem Wegfall der Milchquote Anfang des Jahres. Wie stehen Sie dazu? Gut, der Bauernverband hat da oft eine andere Meinung als zum Beispiel der BDM. Deswegen haben sich ja die Milchbauern da auch getrennt, was vielleicht auch bedauerlich ist, aber die Situation war so, weil die Milchbauern gesagt haben, wir brauchen eine eigene Organisation, um speziell auch unsere Interessen zu vertreten. Ich bin da nicht seiner Meinung. Ich glaube schon, dass eine Gefahr da ist, wenn die Quote wegfällt, dass dann auch vielleicht nicht von heute auf morgen, aber der Preis fallen kann. Und da können wir als Gesellschaft kein Interesse daran haben, dass die Existenz der Landwirte gefährdet ist. Wie stehen Sie denn eigentlich zu den Vorschlägen der Grünen, mehr oder verstärkt auf Bioprodukte zu setzen? Ich glaube, dass die Leute, die also Bioware wollen, dass die heute schon sich hier bei Biomärkten und so weiter versorgen. Ich weiß nicht, ob alle Verbraucher so auf Bio abfahren. Die meisten gehen ins Geschäft, kaufen die Milch, die da angeboten wird, und dann ist es erledigt. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Qualität der herkömmlichen Milch gut ist. Und da haben auch die Milchbauern ja eigene Vorschläge. Die sind da auch sehr bemüht darum, dass also eben nur gutes Futter verwendet wird und so weiter, dass also da wirklich gute Qualität angeboten wird. Kommen wir nochmal auf die Politik zu sprechen. Wenn es jetzt keine Milchquote mehr gibt, gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten oder vielleicht sogar Sicherungsnetze für die Milchbauern in Bayern, die jetzt nicht sofort auf die Füße kommen? Das ist schwierig jetzt zu sagen. Also wie gesagt, das eine ist eben die Marktstellung zu verbessern, Produkte woanders hinzuschaffen und vielleicht sich auch auf regionaler Ebene zusammenzuschließen, um auf Landkreisebene eben Milch aus der Region zu verkaufen. Ich glaube, das ist auch das Ziel der Milchbauern, dass sie eben durch Zusammenschlüsse auch ihre Stellung gegenüber den da dann weiterverarbeitenden Betrieben stärken können. Und was können denn jetzt Ihrer Meinung nach die Konsumenten, also unsere Zuschauer, bewirken? Können die da auch irgendwie Einfluss nehmen auf unsere Milchprodukte? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist ja so, dass man jetzt nicht unbedingt mehr am Hof geht und da seine Milch kauft. Man hat nur die Möglichkeit, im Geschäft seine Milch zu kaufen. Aber es wird ja auch die faire Milch angeboten. Das gibt es aber auch nicht in jedem Geschäft. Also das meinen Sie, das sollte man mehr ausbauen, diese faire Milch? Das könnte man ausbauen und eben diese regionalisierte das regionalisierte Milchangebot dann verkaufen. Aber momentan ist es vom Verbraucher her sicherlich sehr schwierig. Wenn ich das zusammenfassen darf, wir sind momentan in schwierigen Zeiten. Wir wissen nicht, wo es hingeht mit der, nach der Abschaffung der Milchquote. Aber so ganz schlimm, so wie schwarz gemalt, wird es dann doch nicht. Ja gut, ich würde da schon vorsichtig sein. Also ich glaube, dass da schon eine gewisse Gefahr da ist. Man weiß es nicht, aber wir müssen jetzt die Instrumente schaffen, dass eben dieser ganz schwierige Fall nicht eintritt. Da haben wir jetzt die Aufgabe und da haben natürlich alle, die auf diesem Gebiet tätig sind, von den Bauern über die Molkereien, über die Discounter, über die Politik, haben da natürlich eine Aufgabe. Man muss auch Vorsorge treffen, dass das nicht passiert. Vielen Dank, Reinhold Strubbel von der SPD, dass Sie heute hier waren und uns ein wenig über die Milchquote Bescheid gegeben haben. Das war auch schon wieder Plenum TV Kontrovers, Plenum TV das Magazin. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.